Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge LS22 Bildet Challenge, mein Lieben. Herzlich willkommen in der zweiten Folge des Montag-Livestreams. Die Zeit bitte ist wieder auf 5. Super. Wir fangen jetzt an zu mähen. Hier sind wir letzte Woche stehen geblieben. Und letzte Folge, habe ich letzte Woche gesagt? Letzte Folge. Und jetzt fangen wir an mit mähen. Ja. Kommen wir ganz schnell durch. So. Und ihr habt es mir wieder gesagt, ihr habt es mir wieder in die Kommentare geschrieben. Drück doch Steuerung und mach X, dann klappst du alles aus. Machen wir. Machen wir. Was? Milo plays Feng Shui für die Seele. Freezy, charmante Unwissenheit. Excel, sprachlicher Roadrunner. Und Tino, Livestream, Solo, Kindergeburtstag. Also keine Ahnung, morgen, ob du da ein Buch hast, wo du das Zeug rausschreibst. Das ist auf jeden Fall immer sehr unterhaltsam, was du hier so von dir gibst. Schön, dass du uns jeden Montag daran, eigentlich fast jeden Stream daran teilhaben lässt. Das meine ich übrigens ernst, das war kein Sarkasmus. So, hier müssen wir jetzt noch ein bisschen Cash runterholen von der Wiese, dass wir unseren Kredit bezahlen können. Es ist schon 12 Uhr, wir haben nur noch 12 Stunden Zeit. Dann ist der Tag vorbei und unsere Deadline abgelaufen. Vorteil für uns, der Banker ist nicht da. Das heißt, er wird morgen auf uns zukommen, sehr wahrscheinlich. Doch, wir haben noch 3 Folgen. Ja, sehr wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich. Und von daher müssen wir schauen. Kevboss, schönen guten Abend, mein Lieber. So. Hoch. Toll. Wie lange wird die Folge? Unter 25 Minuten oder länger bei Ferser? Gut, ja, das müssen wir mal gucken, ne? Also wir haben eben noch ein bisschen... Nee, Quatsch, kaum noch. Weil ich zu lange gestanden habe, weil ich nicht gerafft habe. Achso, ich war auch noch auf dem Klo. Weil er hat auch wieder gnadenlos überzogen. Der liebe Herr Ferser. Deswegen waren wir nochmal auf dem Klo und da hätten wir eigentlich noch schön arbeiten können. Da hätten wir schon anfangen können zu mähen. Aber ist ja nicht schlimm. Macht ja nichts. Ist halt so. So, das ist jetzt natürlich leider wenig Gras, aber besser wenig als gar kein Gras. Von daher, das muss jetzt einfach noch runter, das muss dran glauben. Wir müssen so nah wie möglich an die selbst... Mist. Können meine Mods... René, kannst du eine Umfrage machen? Geht das? Hast du da die Rechte dafür? Ja, ne? Ich hätte sehr gerne die YouTuberinos auch daran teilhaben lassen wollen. Aber das geht leider nicht, weil ich es jetzt wissen muss. Ich muss jetzt eine Frage beantwortet haben. Hier direkt nicht, aber Moment. Ja, willst du einen Strawpoll machen oder was? Ja, dann mach das. Mach mal bitte eine Umfrage, ob wir mit dem Fahrzeugkredit einen 7R kaufen sollen, weil Johnny ist gerade auch 10% im Angebot, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Also wir würden den 10% billiger bekommen. Und wir nehmen über den Fahrzeugkredit den Johnny, den 7R mit Frontladerkonsole und verkaufen den 8R. Das heißt, wir hätten das Geld für den Kredit zusammen und eventuell sogar noch ein bisschen Restgeld für den Krampe-Anhänger, für den LKW. Da wir aber keine Rüben haben, brauchen wir den jetzt auch nicht super dringend. Den brauchen wir eigentlich erst, wenn wir wieder Rüben machen, finde ich. Natürlich ist es cooler mit dem Auflieger, da gebe ich euch recht. Aber der ist jetzt nicht so dringend notwendig. Achso, das können wir direkt machen, ja. Wir reden hier von... wir haben ja momentan im Mittelsektor den 6R. Jetzt muss ich kurz gucken, in welche Ausführung ich den habe. Ich glaube, die dickste habe ich genommen, gell? 300 PS. Wir haben einen 300 PS 6R. So. Genau. Das ist auch die größte Ausführung. Ja. Okay.
Und ich rede jetzt von einem 7R, der ist im Großtraktorensegment. Da, nee, 8R, 7R. Und hier sind wir bei der beim kleinen Motor schon bei 305. Kostet halt aber auch 247. Ich würde aber uns direkt gönnen, also ich würde den großen kaufen. 388 PS. Das sind nochmal 41 mehr. Und da kommt noch was dazu. Also ich würde den schon schick machen dann. Dann würden wir uns den holen über den Fahrzeugkredit. Dann haben wir nochmal 88 PS mehr. Und wieder Frontladeranbau logischerweise. Ach hey. Und ja, das wäre so der Plan. So, nochmal langsam. Was genau? Umfrage 6R verkaufen und dadurch den Kredit fertig bezahlt und über Fahrzeugkredit, der uns jetzt wieder freisteht und die 10% Angebot, die der Johnny gerade hat beim Händler. John Deere ist ja gerade im Angebot. Scheiß drauf, ich laber dich zu. Die Entscheidung muss sein, 6R verkaufen, Fahrzeugkredit, 7R. Ja, nein. Dann weiß ja der Chat, was gemeint ist. YouTube, ich hätte euch sehr gerne, also wirklich sehr gerne dran teilhaben lassen. Die Idee ist auch nicht von mir, die hatten wir, haben welche im Stream geschrieben vorhin. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, so ist nicht, aber ja. Weil dann haben wir den größten Johnny, ich will bei Johnny bleiben, ihr wisst, ihr kennt mich. Dann haben wir den größten John Deere, der einen Frontladeranbau haben kann. Und haben für bis zum Ende des Projektes absolut ausgesorgt mit 388 PS und einem LKW. Da, was soll da noch kommen? Also der Rest macht LU, ne? Da brauchen wir dann auch nicht mehr groß gucken. Da brauchen wir keinen Schlüter in irgendeiner Versteigerung kaufen, da brauchen wir... Brauchen wir gar nichts. Und das mit dem 10% hier Strawpoll. Bitte alle, die, also bitte 107 Zuschauer haben wir gerade. Es würde mich freuen, wenn wir 50 Beteiligungen in der Umfrage hätten, weil das ist wirklich wichtig. Das ist spielentscheidend. Wir reden hier von der größten Anschaffung vom Preis her, die ich bisher gemacht habe oder machen werde, dann außer halt Land. Ne? Außer Land. Das zähle ich jetzt nicht mit dazu. Weil die 10% sind halt auch sehr wichtig zu erwähnen, dass wir gerade auf John Deere 10% kriegen, ne? Du hast dann im Allgemeinen den größten Frontlader. Na süße. Da müssen wir uns aber auch einen größeren Frontlader holen, ne, von Johnny. Den größten, den es gibt. Weil momentan haben wir, glaube ich, nicht den größten. Bei der Strawpoll-Abstimmung bitte mal teilnehmen. Es wäre schön, wenn wir auf 50 Leute kommen, die mitmachen. Ich meine, ihr seid ja hier zum Zuschauen. Ist doch cool, wenn ihr interaktiv mitwirken könnt, oder? Bei der Gestaltung des Projektes. YouTube kann das leider jetzt nicht. Weil ich nicht so lange warten kann mit der Entscheidung. Ansonsten hätte ich euch natürlich, meine lieben Zuschauer, immer über 4000 inzwischen, was übermächtig ist. Für meine Kanalgröße hätte ich euch sehr gerne mit reingenommen. Den Link hat der René gepostet oben. Aber poste nochmal, René, bitte. Und wenn 50 Leute abgestimmt hat, sag mal Bescheid. Weil dann ist eh safe, weil dann kann ich... Na gut, wenn... Nee, ist es nicht, aber... Die habe ich hier aber auch nicht, glaube ich. Ach, ich habe keine Fronthydraulik mehr. Ja gut, aber ich habe jetzt auch den Frontlader abgebaut, ne, beim 6R. Also, das würde ich dann beim 7R auch machen. 43 Leute abgestimmt und 3 sind dagegen. Ja gut, das ist sehr eindeutig. Aber schön, dass so viele mitmachen. Das freut mich. Sehr schön. Ja, dann werde ich gleich den Händler anrufen, würde ich sagen. Dann würde ich gleich den Händler anrufen.
47 zu 5. Die Konsole bleibt aber dran, auch wenn der Frontlader abbaust. Der Nuss ist nicht da, das geht morgen. Danke, dass ihr teilgenommen habt. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Hä, was? Das heißt also, wenn ich Frontlader-Anbau habe an dem Johnny, kann ich keinen, habe ich keine Dreipunktaufnahme. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Ich habe in der Werkstatt hier. Das heißt, wenn ich den Frontlader brauche, dann baue ich die halt eben um. In dem Regel brauche ich ja keinen Frontlader für was. Ich habe ja jetzt einen Gabelstapler. Höchstens, wenn wir dann wieder Rüben machen. Dann brauche ich aber auch keine Dreipunktaufnahme, ne? Von daher geht das schon, klar. Das ist dann nicht schlimm. So, dann werde ich mal den Händler anrufen. Ihr habt entschieden. Ich denke mal, ihr könnt ja trotzdem YouTube, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so entschieden hättet. Ob ihr das gemacht hättet oder eher nicht. Wein hier. Ja, hallo Schneegans. Hallo Schneegans. Herr Wein. Bitte. Ich würde gerne Ihrem Angebot nachkommen. Ja, gerne. Wir haben doch John Deere Wochen, oder? Richtig. Ja, ich würde gerne ein John Deere finanzieren. Ja, finanzieren muss halt über die Bank laufen. Da kann ich halt nicht viel zu sagen. Ja, aber das ist ja in Ordnung, weil ich habe ja meinen Kredit zurückgezahlt. Fahrzeugfinanzierung ist wieder freigegeben. Okay, dann müsste ich mich gleich nur Sie mit dem Land in Verbindung setzen, weil wir halt nur die reinen Fahrzeuge verkaufen. Wir machen halt keine Finanzierungen. Könnten Sie das für mich unternehmen? Ich frage dann gerne mal nach und würde mich dann bei Ihnen melden, ja? Dass Sie das in die Wege leiten, dass das Geld kommt und was weiß ich nicht? Ich stelle das mal ab, wie es aussieht mit dem Kredit, dann würde ich mich mal melden. Oder dass der Landrat meldet sich dann bei Ihnen und kläre das mit Ihnen dann. Okay, super. Okay, dann bis später. Dankeschön, ciao. Tschüss. Also, okay. Die vom Händler, die ja gut, ja klar. Ich dachte, die kaufen das vielleicht auf sich oder so. Ach nee, geht ja nicht. Nee, okay, verstehe. Ich muss mir quasi vom Land das Geld holen. Wer denke nur, der 7R erst kaufen mit Kredit und dann den anderen verkaufen, sonst gebe nur die Differenzsumme vom Banker ausgezahlt. Ja. Ja, ich kann ja auch nicht verkaufen, bevor ich den 7R habe. Also ich brauche ja einen Trucker. Ich brauche einen Traktor. Ja. Ich brauche ja einen Trecker, sonst kann ich nicht arbeiten. So. Ach, wir sind wieder Main und Main und Main. Aber wir haben für... Oh, jetzt leckt's aber. Jetzt schießen wir gleich davon. Oh ja. Aber wir haben ja schon für Abwechslung gesorgt. Wir haben ja jetzt Hafer gepflanzt. Und Sukkumhirse. Genau, der ist noch fleißig am Arbeiten. 21 Stunden haben wir immerhin drauf gejuckelt auf die Bude. Oh, der Server rauscht ab. Das ist natürlich nicht so gut. Aber irgendwie... Ja gut, dann soll halt Tino ein bisschen länger machen, das macht ja nichts. Weil die anderen sind ja anscheinend noch drauf. Das mit der Synchro ist ja auch kein Problem mehr heutzutage, das ist ja nur kurz. Ich kann nicht speichern, achso, doch kann ich. Nee, kann ich nicht. Es sind ja noch alle da, außer die, es sind nur drei geflogen. Dann soll Tino einfach ein bisschen länger machen, macht er ja eh immer. Von daher, so, jetzt kommt er kurz, süße. Das macht ja nichts. Servus Mittelfranges, servus mein Lieber, was geht? Kannst du ja in deiner Werkstatt selbst umbauen, genau. Ich kann ja selbst umbauen, so ist es. So ist es. So. Ah, das geht schon schön schnell, ne? Mit 22 km/h Main. Das ist schon angenehm. So, da kommt der Peter Schmitz. Peter Schmitz. Wir sind auf den 10.000 Followern auf Twitch gar nicht mehr weit, gell? Das ist so heftig. Wir sind bei 9.557. Ich habe gesagt, dieses Jahr ist 10.000 Ziel. Ey, wenn so weitergeht, ist das ja easy. Das machen wir ja mit links. Das machen wir ja mit links.
Ich würde den 6R auch noch etwas behalten als Reserve, wenn es mit den Ballen nicht klappt. Ansonsten schon ein wenig Sicherheitsreserve für Feldkauf. Ja, pass auf, wir müssen ja den Kredit zurückzahlen und wenn ich mit den Ballen... Ja, das meinst du wahrscheinlich, ne? Weil wenn ich mit dem Ball nicht genug Geld erwirtschafte, dann muss er ja weg, damit ich den Kredit bedienen kann. Das ist ja das ist ja das Ziel, weil ich will ja dann die zwei Felder da hinten kaufen und die große Wiese. Ja, Schneegans, hallo. Rein hier vom Händler. Hallo. Also ich habe mit dem Landrat telefoniert, weil der Banker ja heute nicht da ist. Der ist eventuell morgen wieder da, wir wissen es nicht genau. Ja. Und aufgrund, er sagte, aufgrund ihres Kontostandes ist es wohl bestätigt, dass sie müssen wohl einen Großteil ihres Kredits zurückgezahlt haben. Ich habe sogar schon die Hälfte vom zweiten Kredit zurückgezahlt. Genau. Also ich habe nur noch 275.000 offen. Also letztendlich ist es so, sie müssten mit einfach nur, wir beide müssen jetzt gemeinsam eben kurz das Fahrzeug durchgehen, welches sie haben wollen würden. Ja. Damit wir einen Wert haben und dann würde ich das dem Landrat mitteilen. Dann müssten sie sich mit dem Landrat nur kurz in Verbindung setzen, dass die mit ihnen die Modalitäten klären und dann geht das so durch. Ja, dann lass uns das doch eben machen. Um was geht's denn, was für ein Traktor? Es geht um den 7R. Ja. Genau. Also den haben wir jetzt, also im Angebot haben wir da nur die Standardfahrzeuge, also sprich, wenn ihr im Standard kauft, würden sie den für 222.300 kriegen, anstatt... Ja, das passt ja, das rechnen sie dann schon aus. Genau. Also nicht auf das Zubehör. Nee, das kommt nicht mehr, das würde dann komplett voll extra kommen. Okay, außer halt GPS ist halt noch mit 50% vom Hersteller. Sie machen das schon, ich vertraue Ihnen da. GPS brauche ich aber nicht übrigens, das ist schon, brauche ich nicht. Gut, dann wollte ich haben... Nehmen wir denn da am besten für Bereifung? Ja, Reifenhersteller. Also 7R war das Richtige, ne? John Deere 7R, ne? 7R, genau. Ich guck gerade nur. Okay, da geht nur das. Mieters. Reifenhersteller die ausgesucht? Ja, Mieters Breitreifen. Dann ganz mal Breitreifen ohne Radgewichte, ne? Nee, mit Radgewicht. Mit Radgewicht, ne? Also Breitreifen plus Radgewichte, ne? Ja. Dann die EU-Version. So, EU-Version bleibt bestehen, genau. Anhängerkupplung, Dreipunkt, oder? Ja. Sie haben eine Werkstatt am Hof, habe ich gesehen. Sie können sich ja die rein dann halt auch selber. Richtig. Dann machen wir erstmal drei Punkte. Drei Punkte ist sinnvoller, genau. Obwohl, nein. Wir machen Frontlader, weil ich brauche ja auch einen neuen Frontlader. Mhm. Den muss ich ja mit hoch schaffen. Also machen wir mit Frontladeranbau. Ja. Dann Motor, den großen 350er. Okay, Moment. Und GPS wollen sie nicht haben, ne? Bitte? GPS war ja nicht, ne? Richtig, ja. Kein GPS. Kennzeichen? Kennzeichen, das wie immer. Das war... Milo und eine Zahl brauchen sie mal. Das war Kennzeichen Typ 2, glaube ich. Genau. Dann Milo... Strich 001. Okay. Jupp. Die habe ich mir so notiert, also zusammenrechnen mit einem festen Wert. Ich sage dem Landrat die Summe dann, um was es sich handelt. Ja. Melden die sich dann bei mir? Sag ich dir Bescheid, dass ich bei Ihnen melden soll. Okay, super. Und dann haben wir bei einer Gesamtsumme von 276.000. Okay. Das ist nicht 10% schon abgezogen. Das heißt, den Grundtraktor haben wir nur mit 222.300 berechnet. Anstatt 247.000. Wie viel habe ich denn jetzt Ersparnis gehabt? Das wäre vielleicht interessant. Moment, ich muss kurz sagen. Also im Grundpreis kostet der 247.500. Ja.
eine Spanne von so knappe 25.000, also 24.750 sparen sie sich. Oh, das ist doch super. Also quasi fast die Motorleistung, die erhöhte, haben sie quasi geschenkt. Sehr schön. Dann, ja, dann also, ich spreche am Landrat, die melden sich kurz bei Ihnen, besprechen das und dann mache ich ihn fertig und sage ihm Bescheid. So, oder soll ich ihn einfach hochschicken zu Ihnen? Wen denn? Den Traktor dann, wenn er fertig ist. Achso, na das. Scheiße. Wir haben den Frontlader vergessen. Achso, den wollt ihr noch haben, okay. Ja, der muss mit rein. Den größten demnach, ne? Glaube ich, dass das passt. Auch. Direkt von John Deere muss er ran, ne? Ja, ja. 100M, ne? Ist das der größte, ja? Kann der größte sein. Wie heißt der? Also John Deere 700M. Okay, weil ich habe gerade den 643R, weil der wäre zu klein. Ich glaub's auch, ja. Ja, okay, gut, ja, dann den noch bitte dazu, der muss mit rein. Okay, nehme ich damit dazu. Jo, super. Wir melden vielleicht bei Ihnen, ne? Super, dankeschön. Tschüss. Ciao. Oh, wir haben es getan, Leute, wir haben es getan. Oh. Und damit sage ich, wie ihr seht, ist die Folge schon wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, was ihr auf dem Herzen habt. Und schaut bei den anderen vorbei. Die sind wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi.